Wir sind hier in der Ausstellung Tiere, Tampons und Theater. Das Konzept ist einfach. Ich habe alle Menschen, die im MKG arbeiten, eingeladen, mich in der Plakat- und Grafiksammlung zu besuchen und sich eine Arbeit auszusuchen, die sie hier in der Ausstellung auf den Wänden sehen möchten. Mit der Hängung versuche ich einerseits der Vielfalt der Exponate gerecht zu werden und andererseits dieses Moment des Entdeckens und des Stöberns, das für dieses Projekt sehr zentral war, an die BesucherInnen nochmal weiterzugeben. Und besonders gerne mag ich die kleinen Begründungstexte, die von allen für ihre Exponate verfasst wurden. Ich selbst habe mir eine Zeitung ausgesucht, die ich auf einer Konferenz in Leipzig entdeckt habe, was wahrscheinlich die beglückendste Konferenz war, die ich je besucht habe, weil sie sich nämlich überhaupt nicht an Konventionen gehalten hat. Beispielsweise wurden die SpeakerInnen in der Mitte des Raumes platziert, statt vorne vor den BesucherInnen zu sein. Und die Gespräche in den Pausen fanden eben nicht nur an den Konferenztischen stehend statt, sondern es gab das Angebot, unter eigens dafür gestalteten Decken sich zusammenzufinden, um quasi unter einer Decke steckend gemeinsam Pläne zu schmieden. Und was für mich am schönsten war in der Ausstellung, war die Selbstverständlichkeit, von der das getragen war, weil eben nirgendwo das Label innovativ oder experimentell draufgeklebt wurde, sondern so im Nebensatz gezeigt wurde, viele von diesen Konventionen und etablierten Abläufen kann man eigentlich gehen lassen, ohne dass Chaos ausbricht. Und ich genieße sehr diese Wachheit, die damit verbunden ist und das, die Aufmerksamkeit füreinander und das Suchen nach neuen Wegen. Und all das hängt für mich an diesem Exponat.